Hallo zu einem neuen Werbung vs. Realität, wieder mit H&M Outfits. Und das ist diesmal eine Kooperation mit Awesomeness TV. Warum und wieso, das erfahrt ihr später. Jetzt geht's los mit dem ersten Outfit. Also, was verspricht diese Werbung, beziehungsweise wen spricht die überhaupt an? Eindeutig nicht Frauen in meinem Alter. Ich würde eher sagen, es sind 35-jährige Frauen. Wenn man Philipp hinter der Kamera fragt, eher so MILFs. Eine MILF bin ich noch nicht. Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Ich wollte mir mal angucken, okay, sieht's vielleicht doch ganz gut aus? Und bin ich vielleicht doch schon älter, als ich dachte? Nein, bin ich nicht, Gott sei Dank. Ich darf, glaube ich, noch bauchfrei rumlaufen. Und ich muss mir nicht so Ärztekittel umwerfen. Also, wie realistisch ist die Werbung? Hält sie, was sie verspricht? Ich würde sagen, ich bin da einfach vom Alter her und von der Größe noch nicht reingewachsen. Von der Größe wird's auch nichts mehr in diesem Leben. Leider. Manche Dinge sind halt nur für große Frauen vorbehalten. Wie alle H&M-Outfits, das passiert mir ziemlich oft mit H&M-Outfits. Okay, Fazit für die Werbepunkte. Wie realistisch ist die Werbung? Es sieht alles so aus wie auf dem Bild. Deswegen gebe ich 4 von 5 Werbepunkten. Es kann ja nicht jedem stehen. Aber gleich in der Realität, da wird richtig geroastet, ich sag's euch. Fangen wir mit dem Positiven an. Das Oberteil, das ist so ein halber Rollkragen. Wer drauf steht? Ich muss es nicht haben. Ich finde, man hat immer so das Gefühl, so ein bisschen stranguliert zu werden. Die Hose, die habe ich wieder mal ein bisschen zu eng genommen. Story of my life. Ansonsten finde ich sie ganz cool. Ist auch recht bequem. Die Schuhe, ich mag das nicht, wenn du so viele Bandeln hast, ja, und dann irgendwie so viel Rumgeschnüre hast. Aber vielleicht sind die, damit du dich selber strangulieren kannst. Da ist doch ein Plan dahinter. Okay. Und deswegen hast du auch einen Ärztekittel an. Weil dein Job ist so hart, dass du jederzeit die Möglichkeit hast, dich dir selber dem Ganzen ein Ende zu setzen. What? Ärzte sind so, wirklich. Ich kenne nur Ärzte, die kurz vorm der Mantel. Also ich bin auf jeden Fall eine unsexy Ärztin mit diesem Mantel, der wirklich fast bis zum Boden reicht. Also genau für Frauen meiner Größe gemacht. Not. In diesem Leben werde ich dieses Kleidungsstück niemals tragen, sage ich euch ganz ehrlich. Was haltet ihr eigentlich davon? Also meine Hähne finden, ich sehe aus wie ein Albino aus der Matrix. Okay, Fazit, der Mantel sieht vor allen Dingen an mir einfach richtig scheiße aus. Ich finde, er sieht auch wirklich billig aus. Und deswegen, vor allen Dingen wegen dem Mantel und weil die Schuhe mir echt nicht taugen, gebe ich 1 von 5 Miezen. Wegen 2 von 5 Miezen. 2 von 5 Miezen. Weil ich eine richtige Rich Bitch bin mit dieser Golduhr. Bling, bling. Mhm. Philipp sieht schon das Bling Bling nachher im Ton und das Oh yeah. Oh yeah. Meine Hähne und ich, wir sind uns einig, also sie finden auch, dass es billig aussieht, dass es echt einfach mir nicht steht und dass es auch nur gut aussieht in dieser einen Position auf dem Bild. Es ist halt einfach sau unpraktisch, die ganze Zeit so rumzulaufen, seien wir mal ehrlich. Das Einzige, was positiv ist, ist die Uhr, genau wie ich gesagt habe, und deswegen gibt es 1 von 5 Hähnen. Was vergibt ihr? Also die goldene Uhr, bei der bin ich jetzt noch voll zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob ich sie cool finde, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich will damit ziemlich angeben, dass ich sehr reich bin, obwohl die eigentlich nur 10 Euro gekostet hat. Ja, die Uhr erinnert mich so ein bisschen an Donald Trump. Habe ich schon erwähnt, wie reich ich bin? Oh yeah. Das nächste Werbebild, da habe ich mir gedacht, okay, das sieht irgendwie elegant aus, aber auch leger. Also so eine schöne Mischung für junge Leute auch, wo man irgendwie einen schönen, entspannten Sommerabend in Frankreich verbringen kann, vielleicht auch in einem 70er-Jahre-Zimmer. Ich finde auch, dass es hintenrum so wirkt, als würde das Kleid einfach elegant fallen. Man kann es nicht genau deuten, was das sein soll, aber man denkt sich, es sieht bestimmt gut aus. Und dann probiert man das echte Kleid an. Und dann denkt man sich nur, scheiße. Diese Werbung ist für mich echt kacke. Es tut mir leid, weil das Kleid sieht in der Werbung gut aus, es sieht hochwertig aus. Der Stoff in der Realität ist so ein, also es soll so Satinartig aussehen, aber das ist es in der Realität natürlich nicht. Und entsprechend wirkt es einfach nicht so hochwertig. Und dieser Schnitt hinten geht gar nicht klar. Es ist einfach ein Sack am Ende. Also wie sieht die Werbung in der Realität aus? Ich muss sagen, es sieht auf dem Werbefoto wirklich super edel aus und hochwertig, der Stoff. In der Realität ist es okay. Es kann einfach nicht mithalten mit dem Werbebild. Und der Schlitz hinten geht gar nicht klar. Ich gebe 1 von 5 Werbepunkten. Hart, aber ist so. Also das Kleid kann ich mir wunderbar vorstellen, wenn man zu einer Beerdigung geht und dort auf keinen Fall angemacht werden möchte.
Ansonsten vielleicht wieder bei großen Frauen, die wie ich, die nicht wie ich eher einen flachen Hintern haben. Ich habe halt schon ein bisschen einen Arsch und da sieht das dann wirklich ziemlich komisch aus mit dem Schnitt. Und deswegen steht es mir einfach überhaupt nicht. Ich gebe also 1 von 5 Miezen, so hart das ist. Oh. Die Hähne sind auch nicht in Freudentränen ausgebrochen. Das einzig wirklich Positive ist, dass es so schön schimmert und es fällt dann doch irgendwie schön auf. Aber es ist, wenn wir ehrlich sind, das kleine schwarze Hähnchen hässlich und deswegen gibt es auch nur 2 von 5 Hähnen. Die nächste Werbung habe ich mir ausgesucht, weil Bomberjacken ja gerade so ein Trend sind. Und die Werbung verspricht einem, dass man die Bomberjacke eben auch verspielt kombinieren kann. In dem Fall finde ich, dass die aber echt so krass ist. Die ist so, und gerade für eine kleine Frau wie mich, einfach ein bisschen too much. Und ich finde, es funktioniert okay, aber es geht noch besser. Es sieht also in der Werbung gar nicht so anders aus als in der Realität. Hält relativ gut, was es verspricht. Deshalb gebe ich 4 von 5 Punkten für die Werbung. Realität. Also das Shirt ist halt wirklich, wirklich ein ganz, ganz billiger Stoff. Ist schon sehr transparent, ist nicht meins, aber wer drauf steht. Und der Rock, der gefällt mir wirklich sehr gut. So ein Plissé-Rock ist ja jetzt gerade scheinbar auch sehr in. Ja, ich habe mal eine Frauenzeitschrift gelesen. Kann man tragen, oder? Ja, kann man echt tragen. Also ich finde, dass der mich so ein bisschen an... Das ist einfach, das ist Sommer. Wenn jetzt auch noch das passende Wetter wäre. Das schlechte Wetter können wir dem Rock jetzt aber nicht anlasten. Und deswegen für den Rock würde ich eigentlich 5 Punkte geben. Wären da nicht die Schuhe. Das ist schon wieder so viel Geschnürl. Also nein, danke. Es ist zu aufwendig. Ich muss in der Früh schnell rauskommen und das ist einfach, es ist wahrscheinlich auch zu komplex für mich einfach. Ich habe die Technik einfach nicht durchschaut. Ja. Es gibt ein bisschen Abzugspunkt für die Schuhe, auch die Farbe gefällt mir nicht so. Die Bomberjacke, ich bin diesem Trend schon ziemlich verfallen. Ich finde die an sich eigentlich auch cool. Schon ziemlich nice und deswegen gebe ich 4 von 5 Punkten. Bam. Bam. Bei den Hähnen fließen Werbung und Realität in einen Punkt ein. Und denen ist jetzt aufgefallen sofort, dass diese beiden Farben nicht wie auf dem Werbefoto übereinstimmen. Das ist einfach mal schwarz und nicht die gleiche Farbe wie hier. Es gibt natürlich ganz schön viele Abzugspunkte. Und deswegen landen wir am Ende, weil der Rock ganz cool ist, bei 2 von 5 Hähnen. Ich wurde schon öfter mal gefragt von euch, ob ich denn Modetipps für kleinere Mädels geben kann, so wie ich es bin. Das habe ich jetzt getan auf dem Kanal Awesomeness TV. Schaut doch gerne mal vorbei da. Link in der Infobox. Und lasst ihnen gerne mal auch ein Abo und einen Kommentar da. Sagt Hannah, schickt euch. Die Werbung verspricht, dass das Outfit chillig ist, aber gleichzeitig auch so ein bisschen flippig durch die Farben und die Blumen. Aber wirklich diese bequemen Sneakers, die sind auch wirklich cool. Das ist auch so in der Realität. Die Werbung hält, was sie verspricht, fühlt sich gut an. Ich kann nur 5 von 5 Punkten für die Werbung geben. Das macht halt einfach keine falschen Versprechungen. Okay, fangen wir unten rum an, weil die Sneaker finde ich urgeil. Die sind so bequem. Die Hose ist auch richtig bequem. Das Oberteil, ja, das ist halt dieses Carmen Top. Da muss man halt immer aufpassen, weil es rutscht dann immer wieder hoch. Aber da gibt es ja auch Tricks, wie man das verhindern kann. Das muss man echt mögen. Aber es ist halt schon so, schöne Schultern können auch entzücken. Und wer hat hässliche Schultern? Meine Schultern. Schultern sind doch immer schön. Das ist viel cooler, finde ich, als so ein tiefes Dekolleté. Obwohl es eigentlich genau den gleichen Effekt haben kann. Wisst ihr, was ich meine? Es passt auf jeden Fall zu, finde ich, allen Haarfarben und allen Hauttypen. Die Farbe ist top. Es ist einfach schön schlicht und trotzdem irgendwie temperamentvoll. Ich muss sagen, ich fühle mich so ein bisschen wie eine leidenschaftliche Flamenco-Tänzerin. Und gleichzeitig habe ich aber die bequemen Sneakers an. Das heißt, es ist einfach best of both worlds. Ich gebe also 5 von 5 Miezen, weil es mir echt gut gefällt. Meine Hände finden alles eigentlich ganz cool. Außer das Oberteil, das finden sie ein bisschen zu girly. Es gibt Schlimmeres. Es gibt so einen kleinen Abzugspunkt und wir landen bei 4 von 5 Hähnen. Immer noch richtig gut. Das nächste Outfit, das hat wirklich auf dem Werbebild so was Kriegerisches, fast schon Heroisches. Es gibt einem das Gefühl, dass man stark ist in dem Outfit, dass man da wirklich gut seine Muckis präsentieren kann. Gut, wenn man welche hat. Ich finde, dass es auch in der Realität sehr, sehr cool aussah und deswegen kann ich für die Werbung auch nur 5 von 5 Punkten geben. Also, das Outfit hält, was es verspricht. Also, das ist ein klassisches Angeber-Outfit, so im Fitnessstudio, muss ich schon sagen, aber in wirklich cool, weil das Design einfach so
besonders ist. Mir wäre es für auf jeden Fall irgendwie normales Fitness zu anstrengend, dass da irgendwie was rausfällt oder so. Aber es sitzt eigentlich schon wirklich sehr gut und trotzdem ist es super stretchy. Deswegen würde ich sagen, ja, für Yoga kann ich es mir gut vorstellen. Für, was gibt es noch für Sportarten? Für Tennis. Na, für Tennis nicht. Golfen. Fürs Golfen. Schachspielen. Für Schachspielen. Für Schachspielen kann ich es mir auch gut vorstellen. Aber wenn man sehr trainiert, ja. Genau. Nur wenn man ein sehr gut trainierter Schachspieler ist, dann kann es gut funktionieren. Ich frage mich allerdings, was es mit diesen Zahlen auf sich hat. Wofür stehen die? Ist das, wenn du zu lang gelaufen bist und ohnmächtig wirst und dann jemand anderes deine Telefonnummer gleich drauf hat? Also schreibt das mal doch in die Kommentare. Was denkt ihr, wofür sind die Zahlen? Oder ist es, damit ihr die Kilometerzahl, die ihr gelaufen seid, messen könnt? Oder ist es, damit ihr die Kalorien, die ihr verbrannt habt, messen könnt? Was hat der Künstler sich dabei gedacht? Das ist irgendwas Atmungsaktives. Oder kann man da was reinmachen? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das ist wahrscheinlich, damit irgendwas besser atmen kann. Wahrscheinlich das Hinterteil, ne? Wenn ihr wisst, was das hier ist, dann schreibt es mal in die Kommentare, bitte. Ihr könnt auch gerne mitraten. Machen wir ein kleines Ratespiel. Sieht aus wie ein Mund irgendwie, ne? Hallo. Hallo, ich bin dein Hintern. Und guck mal, wisst ihr, was da drin steht? For every victory. Also steht halt auch wirklich drin, ne? Das ist für den Sieg. Das ist die Siegesgröße. Ich habe zwar um Gottes Willen kein Sixpack, aber ich könnte mir schon vorstellen, weil ich das Outfit einfach so cool finde und so bequem, dass ich damit mal laufen gehen würde. Ich bin einfach ziemlich angetan davon und deswegen gebe ich 4 von 5 Punkten. Obwohl ich sonst bauchfrei eigentlich gar nicht so gern mag. Aber es ist ja eigentlich nur so halb bauchfrei. Man trägt es jetzt ja immer über den Nabel. Es ist eigentlich gar kein Bauch mehr. Meine Hähne finden das Outfit auch richtig cool. Sie finden, die Werbung hält genau, was sie verspricht. Und deswegen gibt es natürlich 5 von 5 Hähnen. Hier kommt ihr zu meinem Video auf dem Kanal Awesomeness TV. Da gebe ich Modetipps für kleinere Mädels. Schaut doch gerne mal vorbei. Und hier seht ihr mein letztes Werbung versus Realität. Da habe ich Fast Food in der Realität getestet und es war nicht immer ganz so schön. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Bussi, baba.